Ja, in erster Linie erstmal pure Erleichterung. Es war extrem hart erkämpfter Sieg, das muss man schon sagen. Ja, was auch nicht ganz nachvollziehbar ist, dass wir uns zu Hause immer extrem schwer tun, ja, dass wir nicht genauso auftreten von Anfang an, ja, so wie es zum Beispiel jetzt in Heimstetten gewesen ist, ja, wo wir wirklich von Anfang an aggressiv in den Zweikämpfen schnell nachgeschoben haben, ja, und den Gegner früh unter Druck gesetzt haben. Und das haben wir dieses gerade ersten 30 Minuten überhaupt nicht geschafft. Ja, wir waren vorne im Anlaufen, die drei haben wir kaum irgendwo unter Druck setzen können. Deswegen haben sie eigentlich auch ohne Druck die Bälle gezielt spielen können. Was dann natürlich auch in der ersten Halbzeit extrem fatal war, war unser Passspiel. Ja, wir haben ja, ich glaube, fast jeder Ball irgendwo ins Seiten aus oder dem Gegner in die Füße oder an einem vorbeigespielt. Ja, das war sehr, sehr schlecht. Ja, dann konnten wir auch kaum Bälle vorne halten, sodass sie immer wieder dann auch nach hinten, wir spielen nach vorne, Ball abgefangen, dann müssen wir wieder 50 Meter nach hinten, 60 Meter nach hinten laufen. Und das ist halt in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gut gelaufen. Zum Ende der ersten Halbzeit, glaube ich, sind wir ein bisschen besser dann, letzte Viertelstunde ein bisschen besser ins Spiel gekommen dann auch. Hatten dann auch die eine oder andere richtig gute Möglichkeit, wo wir dann auch teils auch dann den Ball nicht richtig vor dem Tor wieder dann getroffen haben, aber gehen dann mit 0-0 in die Halbzeit. Ja, dann habe ich meinen Jungs nochmal klar gesagt, was Phase ist, ja, und ja, dass sie dann auch kurz nach der Halbzeit dann genau so auftreten, wie ich mir das vorstelle. Das haben sie dann gemacht, zwei schnelle Tore gemacht, ja, und im Endeffekt, ja, wenn man die 90 Minuten sieht, haben wir gerade mal eine Viertelstunde, 20 Minuten gut gespielt und nach dem 2-0 eigentlich dann wieder aufgehört, wieder weniger gemacht, ja, und haben uns dann wieder hinten reindrücken lassen, kaum Entlastung gehabt, kaum Bälle vorne gehalten. Ja, und dann kommt es, wie es kommen muss, dann auch. Dann kommt wieder die Elfmetersituation, ja, den der Gegner dann auch zum Tor nutzt. Und dann steht es 2-1 und dann wird es halt wieder brenzlig. Klar, der Gegner wird dann auch natürlich mutiger, ja, versucht nochmal alles dann auch, um das 2-2 hier vielleicht zu schaffen. Ja, und wir haben es dann nicht geschafft, die Konter dann noch sauber auszuspielen. Aber ja, ich bin einfach glücklich, dass wir das 2-1 über die Zeit gebracht haben. Ja, das tut auch mal gut, dass wir einen dreckigen Sieg nach Hause gefahren haben. Das muss man ganz klar sagen, das war in der Vergangenheit auch nicht mehr der Fall. Und deswegen muss man das vielleicht auch schon klar sagen, dass es auch schon wieder ein kleiner Schritt nach vorne war, Daniel.